Das ist ein Test, Test, Test. Wenn du sowas brauchst, aber das ist das auch so.
So, Test 1, 2, 3, das bin ich. Ja. Ja, genau, ja. Das bin ich, 1, 2, 3, Test 1, 2. Thank you.
Wir haben sich also gefragt, wie du auf diese Idee gekommen bist. Thank you.
Thank you.
Hallo Michaela. Thank you.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir fangen gleich an mit neuen Informationen zu dem Coronavirus. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Ich darf Ihnen einiges berichten über die Lage der Dinge und darf Ihnen sagen, dass wir die Lage sehr ernst nehmen, aber wir sind auch gut vorbereitet. Denn in Bayern gibt es eine dauerhaft eingerichtete Spezialeinheit, die Taskforce Infektiologie. Und diese Spezialeinheit ist auch seit Auftauchen des Coronavirus in ständiger Bereitschaft und im Austausch mit den verschiedenen Bundesbehörden, sei es RKI oder auch mit den Behörden vor Ort, Gesundheitsämtern und Regierungen. Und wenn man den aktuellen Fall anschaut, dann ist es so, dass es dem Patienten gut geht. Er ist aber weiterhin isoliert am Münchenklinikum Schwabing und wird dort medizinisch überwacht. Die Kontaktpersonenermittlung läuft auf Hochtouren, vor allem im familiären Umfeld und im Umfeld der Firma, die bereits informiert sind. Weitere Maßnahmen werden sein, dass wir eine Hotline einrichten werden, wo sich auch besorgte Bürger hinwenden können bei Fragen. Das wird heute noch geschehen. Wir beraten auch mit dem Bund weitere Maßnahmen, zum Beispiel, ob es sinnvoll sein kann, auch an Flughäfen Fieber zu messen. Da ist aber noch keine endgültige Entscheidung da. Und zu den weiteren Einzelheiten würde ich jetzt direkt das Wort an den Herrn Dr. Zapf geben. Bei ihm ist nämlich die Taskforce Infektiologie dieser Spezialeinheit, die wir in Bayern haben, beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit angesiedelt. Und auch der Leiter, der Herr Dr. Hoch, ist heute mit dabei und steht für Fragen zur Verfügung. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin. Dann darf ich Ihnen hier die näheren Einzelheiten darstellen, so wie sie uns jetzt bekannt sind. Sie werden jetzt fast in Echtzeit informiert. Der Fall ist seit gestern Abend, also mir ist das seit 20.30 Uhr bekannt, dass es ein positives Testergebnis gibt. Sie können sich vorstellen, unsere Nacht war relativ kurz. Und ich darf Ihnen den aktuellen Stand jetzt heute Vormittag um 10 Uhr darstellen. Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann, Mitarbeiter einer Firma im Landkreis Starnberg, der an einem Meeting am letzten Dienstag, dem 21. Januar, hier im Landkreis Starnberg teilgenommen hat. Die Schulungsleiterin oder zumindest an dem Meeting teilgenommen, aber wohl eher so in Leitungsfunktion, so was wir gehört haben, war eine Chinesin. Diese Firma unterhält ebenfalls Zweigwerke in China und die Mitarbeiterin scheint, wie gesagt, wir hatten heute Nacht, scheint aber auch eine Mitarbeiterin dieser Firma eben in einem chinesischen Werk zu sein. Die Chinesin stammt nicht aus Wuhan, sondern kommt aus Shanghai, hatte aber einige Tage vorher Besuch von ihren Eltern, die aus der Region Wuhan stammen. Es fand dann also dieses Meeting, diese Schulung in der Firma statt. Und die Chinesin ist am 23.01. wieder zurückgeflogen nach China. Sie hat sich dann auf dem Heimflug grippig gefühlt oder krank gefühlt und ging dann in China in ärztliche Behandlung. Und dort wurde eine Testung, eine Diagnostik auf Coronavirus vorgenommen, die positiv war. Daraufhin, diese Information hat dann die Firma hier im Landkreis Starnberg am Montag erreicht, dass die Mitarbeiterin, wie gesagt, Coronavirus positiv ist. Daraufhin hat die Firma das Gesundheitsamt informiert. Es hat aber auch die Mitarbeiter informiert, die mit der Chinesin Kontakt hatten. Daraufhin hat sich ein Mitarbeiter, der an der Schulung teilgenommen hatte, erklärt, er habe sich am Wochenende grippig gefühlt, also eher so im Sinne einer schweren bronchitische Symptome gezeigt, die aber dann offensichtlich am Montag soweit wieder abgeklungen waren, denn er ging
am Montag, also sprich gestern, wieder zur Arbeit. Daraufhin hat man aber beschlossen, da sind wir sehr dankbar, sich entschieden, dass dieser Patient diese Person in medizinische Behandlung kommen soll. Er hat sich dann medizinisch behandeln lassen. Es wurde dann, da es ja bisher zwei Indikationen für Coronavirus-Diagnostik gibt, einmal ist ja eine Testung empfohlen, wenn man klinische Symptome hat und einen Aufenthalt in der betroffenen Region hat, oder wenn man klinische Symptome hat und Kontakt mit einem Erkrankten oder jemand, der mit Coronavirus kontaminiert ist, befallen ist, hat. Daraufhin wurde also eine Diagnostik gestern Nachmittag vorgenommen. Und am Abend, wie gesagt, ich habe es so gegen 20.30 Uhr von Herrn Dr. Hoch erfahren, gestern Abend lag ein positives Ergebnis vor. Daraufhin wurde gestern Abend entschieden, dass der Patient in stationäre Behandlung geht. Er selbst, also die Klinik an und für sich, hätte eine stationäre Behandlung jetzt nicht zwingend erforderlich gemacht. Er ist ja am Montag früh auch schon wieder zur Arbeit erschienen. Aber es erschien uns sinnvoller und es erscheint mir absolut sinnvoll und notwendig, dass er jetzt hier klinisch überwacht wird. Es ist eine gewisse Isolationswirkung natürlich da. Zum Zweiten aber haben wir ja doch bei der Behandlung, bei der Therapie von Patienten mit Coronavirus in Deutschland relativ wenig Erfahrung. Und daher erschien es uns sinnvoll, wenn dieser Patient stationär überwacht wird. Die Frau Staatsministerin hat schon angesprochen, nach Auskunft der Klinik von gerade eben geht es dem Patienten recht gut. Der Zustand hat sich seit gestern nicht verschlechtert. Wie gesagt, gestern Vormittag hat er noch gearbeitet. Der Zustand hat sich nicht verschlechtert und wir sehen jetzt, wie lange der stationäre Aufenthalt bei ihm notwendig ist. Aus klinischer Sicht, aber auch natürlich, dass keine Weiterübertragung dann an andere Personen möglich ist. So ist der aktuelle Stand in dem Fall. Jetzt darf ich nochmal auf ein paar Punkte gehen. Maßnahmen. Wichtig ist, von zentraler Bedeutung erscheint mir die Kontaktpersonenermittlung. Und hier müssen wir unterscheiden, auch so wie das RKI das, wenn Sie auf die RKI-Homepage gehen, wir stehen ja in einem ständigen Austausch mit dem RKI, wir müssen das irgendwie systematisieren und systematisch vorgehen. An vordringlichster Stelle für uns ist es die Ermittlung der Kontaktpersonen, die engen Kontakt mit dem Betroffenen haben. Das sind Mitarbeiter in der Firma, zum Beispiel die bei den Schulungen teilgenommen haben, die dort, wie gesagt, länger mit ihm Kontakt hatten, aber auch in der Familie, die mit dem Erkrankten sind. Sprich, also es geht um zwei, ich muss es noch ein bisschen genauer sagen, es geht jetzt um Kontaktpersonen, die mit der Chinesin Kontakt hatten und Kontaktpersonen, die jetzt mit dem erkrankten Deutschen Kontakt hatten, und zwar engeren Kontakt. Die müssen ermittelt werden. Die müssen also heute, das muss jetzt ganz rasch, wir haben es gestern Abend begonnen, können Sie sich vorstellen. Die Firma hat sehr konstruktiv bisher mitgearbeitet. Wir ermitteln die. Und wir empfehlen hier, ich habe heute Vormittag, jetzt heute früh auch nochmal mit dem RKI telefoniert, wir empfehlen hier eine häusliche Isolierung, sodass, das sind ja in der Regel nach unserem jetzigen Kenntnisstand, 10.30 Uhr, haben wir keinen bisher finden können, der noch weitere Symptome hat. Aber es ist nicht auszuschließen, dass jemand dieser Kontaktpersonen auch noch erkrankt. Aber jetzt 10.30 Uhr Kenntnisstand haben wir noch keinen gefunden. Wir sind aber intensiv dabei. Wir wollen natürlich Infektketten hier damit nicht entstehen lassen. Ganz generell, darf ich sagen, wir haben die Labordiagnostik hier auch am Landesamt etabliert. Das kann hier bei uns beim LGL durchgeführt werden. Wir haben ja seit längerem schon Strukturen hier in Bayern aufgebaut, eine Taskforce Infektiologie, der Leiter sitzt neben mir, die Aufgabe hat, koordinieren, steuern, zu wirken, den Informationsaustausch zu gewährleisten,
die Gesundheitsämter, die niedergelassenen Ärzte zu informieren. Das werden wir jetzt nochmal verstärken. Wir werden nochmal alle verstärkt informieren, auch aus den Erfahrungen, die wir jetzt in den nächsten Stunden und Tagen machen. Der zentrale Punkt, und deswegen sind wir Ihnen auch dankbar, dass Sie so umfangreich hier berichten, ist, es ist wichtig, gerade bei Infektionserkrankungen, dass man mögliche Fälle sehr rasch erkennt. Das ist in dem Fall, soweit ich jetzt beurteilen kann, sehr gut gelungen. Wir sind der Firma, wie gesagt, sehr dankbar, dass die Information aus China zu uns gekommen ist. Es ist wichtig und von zentraler Bedeutung, dass man mögliche Fälle, die im Zusammenhang mit dem Austausch stehen, rasch erkennt. Wir müssen aber auch das richtige Maß dabei treffen. Sie wissen, die Influenza-Welle rollt auf uns zu. Es gibt natürlich jetzt hier auch eine zunehmende Zahl von Patienten in Bayern, die an diesen allgemeinen Infekterkrankungen leiden und dann auch Fiebertemperaturen haben können. Das müssen wir unterscheiden können. Und daher ist so unsere Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt oder unsere Einschätzung hier in Bayern entspricht der Einschätzung der internationalen Gesundheitsbehörden. Die sprechen ja von einem moderaten Risiko für die Bevölkerung in Deutschland. Und dieser Einschätzung stimmen wir zum jetzigen Zeitpunkt zu. Soweit, Herr Säuberlich. Ja, vielen Dank, Herr Professor. Jetzt vielleicht Herr Hohm noch ein paar Sätze speziell. Darauf angelegt, wir haben auch als Gast den Chefarzt von der Klinik Schwabing München, den Herr Professor Wendler. Und der wird danach auch für Rot und Grün stehen. Ja, vielen Dank. Jetzt warte ich noch kurz. Ja, auch von mir, grüß Gott. Wir sind in Bayern gut vorbereitet. Wir haben ja einen gut Wir sind in Bayern gut Ja, vielen Dank. Grüß Gott auch von mir. Mit der Taskforce Infektiologie am LGL, die 2014 aufgebaut wurde, haben wir eben die Möglichkeit, die Informationsweitergabe von den Bundesbehörden direkt an die Gesundheitsämter entsprechend zu steuern, die Gesundheitsämter zu beraten. Entsprechend sind wir einsatzbereit für solche Fälle, wie eben das Coronavirus, das aktuell das erste Mal in Bayern nachgewiesen worden ist. Herr Hof, wenn ich das richtig verstehe, Sie könnten am Flughafen ja direkt testen, zum Beispiel Fieberwissen, dass Sie was machen, direkt auch im Flieger sind. Das machen Sie im Moment nicht. Wäre das denn sinnvoll? Da gibt es im Moment noch keine Einschätzung, oder? Ja, da stehen wir im Austausch mit den Bundesbehörden und den anderen Flughäfen in Deutschland entsprechend, um das abzustimmen. Das ist im Moment noch in der Abstimmung. Im Moment ist es so, dass die Alarmpläne, die bewährten Alarmpläne in Kraft sind am Flughafen. Und sobald tatsächlich uns von den Einsatzbehörden, das sind die Meldewege ganz klar,
ein entsprechender Verdachtsfall gemeldet wird, dann kommen wir vor Ort und passen dann die Maßnahmen an die Situation an. Und dann wird natürlich der entsprechende Verdachtsfall auch klinisch untersucht. Es wird Fieber gemessen, zusammen mit dem Kollegen vom medizinischen Dienst. Gab es so einen Fall schon? Am Flughafen hat sich kein Fall bestätigt bisher. Können Sie uns nennen, wie groß bei beiden Fällen zusammengenommen die Zahl der Menschen ist, die sich auch Kontakt untersuchen? Einfach mit großen Genau. Ja, also man muss unterscheiden zwischen engen Kontaktpersonen und weitergefassten Kontaktpersonen. Sie können sich ja vorstellen, ist das die läuft auf Hochtouren natürlich, die Ermittlung. Im Moment haben wir ungefähr 40 enge Kontaktpersonen in Firma und in der Familie. Für beide zusammengenommen, wie gesagt, die Zahl kann noch steigen. Es ist im Moment eine Abschätzung der Lage im Moment. Und der weitere Kreis der Kontaktpersonen, also der ist natürlich noch größer, oder das anzunehmen, ist dann noch größer wird. Zwei Fragen. Die eine Frage ist, Sie sprechen von bewährten Alarmplänen am Flughafen. Was heißt das jetzt genau? Was machen Sie? Checken Sie beispielsweise eine Maschine aus China speziell ab? Ja. Die zweite Frage ist, nachdem Sie ja schon auf die Influenza verwiesen haben, nur dass man das mal einordnen kann, wie viel Druck gibt es denn für die Influenza? Ja, also die erste Frage, das sind eben Alarmpläne, die mit allen Beteiligten am Flughafen abgestimmt sind, zum Beispiel die Verkehrsleitung, Werkfeuerwehr, medizinischer Dienst entsprechend. Und aktuell informieren wir die Passagiere, die aus China ankommen. Wir haben ja ungefähr 36 Ankünfte pro Woche aus China, keinen aus Wuhan. Die werden informiert durch ein Plakat entsprechend, also die gut sichtbares Plakat beim Aussteigen. Da steht auch auf Chinesisch drauf, was zu tun ist, wenn entsprechende Symptome auftreten. Da steht eine Nummer drauf, die von der Taskforce, die man anrufen kann. Und dann werden wir entsprechend das weitere Vorgehen veranlassen. Das ist eben das abgestimmte Vorgehen auch mit den anderen Verkehrsflughäfen in Deutschland im Moment. Also, wir haben immer vor, die Presse und Sie zu informieren, und zwar sehr zeitnah. Und als wir gestern Abend, als ich das hörte, haben wir heute schon über die Pressekonferenz heute Vormittag gesprochen. Die Frau Ministerin und ich haben heute Nacht auch telefoniert, und es ging nur noch um die einzelne Uhrzeit, dass eine Pressekonferenz stattfinden soll, war immer klar. Und warum ist das auch so wichtig? Ich bin Ihnen ja dankbar, oder wir sind Ihnen dankbar, dass wir kommen. Wichtig ist ja jetzt, mögliche Verdachtsfälle zu finden, die Menschen zu sensibilisieren, aber auch nicht in Panik zu versetzen. Das gehört jetzt auch dazu. Wer überhaupt keinen Kontakt mit irgendjemand hatte, der einen Bezug zu diesem Ausbruch hat, ist extrem unwahrscheinlich, dass er sich infiziert. Woher soll er sich infizieren? Aber die einzelnen Fälle, die dann es doch möglicherweise geben kann, die müssen natürlich sensibilisiert sein. Und daher ist es ganz wichtig, dass Sie informiert sind, also Sie jetzt die Presse informiert werden und dann auch die Bevölkerung informieren. Es hat ja auch gestern Abend schon Pressemitteilung. Ich wüsste zum einen gerne, das Besondere stand mir zum einen, dass diesmal kein besonders enger Kontakt war, wenn die nur in der Schule gesessen haben, plus das Ganze vor dem Ausbruch der Symptome bei der Chinesin. Das ist ja beides, glaube ich, neu. Können Sie dazu was sagen, wo, seit wann war denn die Chinesin in Deutschland? Ja, ja. Also, wie eng der Kontakt war jetzt genau bei der Schulung, kann ich Ihnen noch nicht sicher sagen. Es scheint wohl aber so zu sein, dass es kleinere Gruppen waren. Es war wohl nicht so eine Klasse und da waren alle 40, ein Klassenzimmer und da waren alle 40 drin, sondern es war eine Kleingruppenarbeit, sodass doch der Kontakt schon dann enger war mit der Chinesin. Punkt 1. Punkt 2, in der Tat. Die Chinesin scheint nach jetzigem Kenntnisstand ohne Symptome eingereist zu sein und hat dann erst die Symptome auf dem Heimflug entwickelt. Das heißt, sie hat die Ansteckung ist wohl passiert in einem Intervall, in der die Chinesin
noch symptomfrei war. Das haben wir heute früh schon mit dem Robert-Koch-Institut diskutiert. Und auch das Robert-Koch-Institut hat es aufgenommen und wird es jetzt in Empfehlungen für das weitere Ausbruchsgeschehen Umgang mit berücksichtigen. Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Dr. Hof und Herr Dr. Zopf. Wie schaut es denn aus mit Zufallskontakten? Also wenn diese Chinesin jetzt am Marktstand gegangen ist, was gekauft hat, kann man diesen Personenkreis auch irgendwie einfangen oder ist das etwas, was man frei rumläuft, ohne dass man weiß, dass diese Personen existieren? Naja, also jetzt ganz generell sind ja irgendwie Ermittlungen auch Grenzen gesetzt. Wenn die Chinesin irgendwo in der Straßenbahn oder auf der Straße spaziert ist und jemand ist ihr entgegengekommen und am selben Gehsteig an ihr vorbeigegangen, sowas lässt sich natürlich bei uns nicht mehr ermitteln. Also da haben Ermittlungen einfach auch ihre Grenzen. Ich denke, da haben Sie alle Verständnis dafür. Auf der anderen Seite aber schätzen wir das Risiko bei so einer kurzfristigen Kontakt. Man sieht sie, man geht aneinander vorbei, man steht nach jetzigem Kennenstand doch als eher sehr gering, sehr niedrig ein, sodass jetzt schon die Konzentration auf die Kontaktpersonen wichtig ist, die länger mit der Betroffenen oder jetzt mit dem Erkrankten natürlich, den darf man nicht vergessen, Kontakt hatten. Die war seit 19. Januar hier im Land. Hallo, Michael Latzke vom Deutschlandfunk. Eine Frage, diese Taskforce ist in Bayern jetzt ja etwas, das nicht alle Bundesländer haben. Bedeutet das, dass dass auch ein Teil der Koordination jetzt, was das gesamte Bundesgebiet angeht, auch in Bayern liegt? Oder anders gefragt, kommen dann alle Fälle hier nach München oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, das ist natürlich nicht so. Vielleicht, wir haben in Deutschland eben 5 nach den internationalen Gesundheitsvorschriften benannte Flughäfen. Das sind Flughäfen, auf denen besondere Kapazitäten vorgehalten werden zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. Das ist eben der Flughafen München, dann noch Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Berlin. Und es wird eben versucht, wenn es tatsächlich an Bord eines Flugzeuges einen Fall gibt und der Pilot meldet es ordnungsgemäß, dass dann ein solcher Flughafen angesteuert wird. Und natürlich kommen nicht alle Flüge nach München, aber die eben im Bereich Bayern sind. Aber hier geht es auch nicht nur um die Flüge, sondern es geht ja generell um die Fälle. Also ja. Irgendwas wird das dann von München aus koordiniert? Nee, das wird natürlich weiter vom RKI, also vom Robert-Koch-Institut in Berlin koordiniert. Dort finden regelmäßige, wie wir schon mehrfach gesagt haben, Austausch mit den Landesbehörden, also nicht nur mit uns, mit den anderen Bundesländern statt und wir sind da im engen Austausch und sind natürlich zuständig für Bayern als Landesbehörde und eben nicht für das gesamte Bundesgebiet. Eine Nachfrage, weil das ist immer so ein bisschen Kontakt. Nach Ihren aktuellen Informationen, ist es Handschütteln, ist es ein Begrüßungskurs oder wie kann man das ein bisschen genau. Einfach, damit Menschen auch wissen, wie damit genau. Also vorausgeschickt, das müssen wir immer, weil es eben ein neues Virus ist, entsprechend, man weiß jetzt immer mehr natürlich und wir können natürlich auch aus unseren aktuellen Patienten nutzen, um hier weitere Informationen zu gewinnen. Also es ist tatsächlich so, ein längerer Face-to-Face-Kontakt gilt als die Ansteckung, also als am ansteckendsten. Also wenn man tatsächlich ein längeres Gespräch führt, so 15 Minuten ist so der Cut-off, das ist so das, wo man am wahrscheinlichsten wo die Ansteckungswahrscheinlichkeit am höchsten ist. War das eine Tröpfcheninfektion oder eine Atem-über-Atem? Genau, also eine Tröpfcheninfektion und Schutzmaßnahmen ist ganz, wie bei der Influenza auch, entsprechend Hände waschen, Händehygiene für die erkrankten Hustenetikette. Entsprechend, man soll sich nicht, wenn jemand offensichtlich krank ist, dann Abstand halten, regelmäßig lüften. Das wären so die Dinge, die man den Bürgern raten kann. Aber eine generelle Mundmaske oder so würden Sie? Das ist nicht sinnvoll, nein, das ist definitiv. Lisa Nagler von Radio Arabella München. Das Gebiet ist relativ unerforscht. Ab wann gilt ein Mensch als gesund? Sagt man nach 3 Wochen, die Symptome sind weg, Sie können jetzt wieder in die Arbeit. Wie sieht es da aus? Ja. Das
können wir Ihnen noch nicht mit Sicherheit sagen, wie lang das Virus dann von dem Erkrankten, wenn er gesundet ist, noch weiter übertragen dann kann. Muss noch ermittelt werden, können wir leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher beantworten. Eins noch eine Frage auch zu den Schutzmaßnahmen. Das ist jetzt alles bei einem Austausch im Business, also geschäftlich passiert. Gibt es da eine Empfehlung, jetzt gerade für deutsche, für bayerische Unternehmen, Mitarbeiter vor, es nicht in die Region zu schicken oder alle Meetings, wie zum Beispiel auch per Videoschalter etc. Zu erledigen wären, dies da auch übers Internet zu tun und persönlichen Kontakt zu Personen aus der Region speziell zu vermeiden? Frau Ministerin, Sie haben Kontakt mit dem Bundesgesundheitsminister. Ich habe genau diese Frage vor früh auch mit dem Bundesgesundheitsminister besprochen. Der wird dazu eben auch mit den Behörden auf Bundesebene, wo ja Zuständigkeit dann auch liegt, das eben auch abklären, welche Empfehlungen gegeben werden sollen, weil das eben eine Maßnahme ist, die auf Bundesebene abgestimmt wird. Man kann jetzt ja schon sagen, dass es ja wichtig ist, dass bisher alle Fälle, von denen wir, also dieser Fall, den wir jetzt haben, geht in der Kette auf die Region Wuhan hin. Also wir waren bei den Chinesen, die Eltern, die aus der Region Wuhan gestammt haben. Also von daher ist es gerade diese Region sicherlich eine Region, die, wenn man Anzeichen hat, Symptome hat, wo man dran denken sollte und einen Arzt kontaktieren sollte. Liebe. Ich hätte noch eine kurze Frage an Sie jetzt. Sie sagten 40 Kontaktpersonen, der Mann hat eine Familie, hat er auch Kinder, wo jetzt vielleicht Kindergärten, Schulen und so weiter als nächster Schritt hinten dranhängt und überwacht werden? Ja, so ist es. Das heißt, in Starnberg steht der jetzt gerade unter Beobachtung? Wir nehmen auch Kontakt. Ich bitte jetzt, dass ich es jetzt Ihnen nicht so detailliert den Namen sage, aber natürlich denken wir an das, an Kinder und auch an den Kindergarten. Der stammt nicht aus Starnberg, der arbeitet in Starnberg. Im Kindergarten. In einem Landkreis, wo er wohnt. Also dann sage ich es Ihnen, oder? Ja, in Landsberg, Landkreis Landsberg wohnt er. Jawohl. Das muss ich Ihnen zugeben, das weiß ich jetzt gar nicht. Mir wurde gesagt, Landkreis Starnberg. Mir hat die Information gereicht, allerdings kenne ich die Firma, Sie jetzt nicht, aber oder noch nicht. Aber ist schon draußen. Also bleiben wir bei Landkreis Starnberg. Ich bitte auch darum, darf ich das ganz gerne sagen? Der Patient hat schon Anspruch auch auf Privatsphäre. Also, und deswegen bitte ich um Verständnis, dass wir wirklich jetzt seine Daten so detailliert ihn heute nicht jetzt zur Verfügung stellen können. Ja, nochmal eine Nachfrage. Sie haben gesagt, die chinesische Mitarbeiterin kam nicht aus Wuhan, sondern aus Shanghai. Aber Webasto hat ja ein Werk in Wuhan mit 500 Mitarbeitern. Haben Sie da in irgendeiner Weise mit Webasto was besprochen? Ich habe gesehen in der Pressemitteilung von Webasto, es werden derzeit alle Reisen dorthin nicht durchgeführt, aber es gibt darüber hinaus noch in irgendeiner Weise, haben Sie da noch Ratschläge oder möglicherweise sogar Forderungen aufgestellt auf Webasto? Also mit der Firma Webasto hat bisher das örtliche Gesundheitsamt gesprochen. Ich persönlich hatte noch keinen Kontakt, das steht jetzt heute an. Ganz, wenn ich das nochmal aufnehmen kann, die Vorfrage vorher, ganz generell empfehlen wir natürlich oder schließen uns auf der Empfehlung des Auswärtigen Amts an. Die schreibt, rät ja zum jetzigen Zeitpunkt von Reisen in diese betroffene Region ab. Und daher ist es eine hochsinnvolle Maßnahme, um jetzt auch nochmal auf Ihre Frage zu antworten, eine hochsinnvolle Maßnahme, derzeit solche Reisen auch für Geschäftsbesprechungen nicht durchzuführen, sondern auf Video oder auf Telefon umzusteigen und es damit zu machen. Und das werden wir natürlich dementsprechend mit der Firma Webasto, der Name ist jetzt gefallen, ebenfalls auch nochmal bestärken. Allerdings auch wir haben die Information, dass die Firma Webasto das selbst jetzt schon alles veranlasst hat. Ja. Vielen Dank.
Also die erste Frage, das geht inzwischen sehr schnell tatsächlich. Also im Fall gestern war tatsächlich so, dass wir innerhalb von 4-5 Stunden dann das Ergebnis hatten. Das ist aber der Vorteil, dass wir tatsächlich ein Bundeswehrinstitut hier in München, also da hat man den Vorteil, dass wir vor Ort eine Diagnostik haben im LGL, wie der Herr Zapf schon gesagt hat, ist es jetzt auch möglich aktuell. Also wenn wir tatsächlich das Labor vor Ort haben, dann geht das relativ schnell. Und die andere Frage, also die Kontaktpersonen, die werden nicht alle getestet. Also das ist so, dass die beobachtet werden, wie der Herr Zapf gesagt hat, die bleiben zu Hause, die engen Kontaktpersonen. Und die beobachtet man auf Symptome und dann testet man erst. Also es macht keinen Sinn, entsprechend eine Kontaktperson, nur weil sie Kontakt hatte, zu testen, weil man unter Umständen ein negatives Ergebnis kriegt, wenn er eben noch keine Symptome vorhanden sind. Und eine Nachfrage, dass eine Frau, die keine Symptome zeigte, diesen Mann angesteckt hat, das ist in der Form neu, das war immer neu, weil wir sehr erst Symptome zeigende Menschen. Das ist neu, ja. Also, dass wir das so wissen. Wir müssen, was wir noch nicht gemacht haben, wir müssen nochmal mit der ersten Patientin in China reden und das eben nochmal verifizieren. Aber wir wissen das eben aus zwei Quellen jetzt, dass wohl keine Symptome vorgelegen haben. Also, die Frage kann ich Ihnen so nicht beantworten, die ist auch nicht so abstrakt beantwortbar. Da muss man die Personen sehen, man muss sich die Situation anschauen, man muss mit denen sprechen, ob die Klinik haben, ob die Kontakte haben. Ich kann jetzt auch nicht sagen, das ist ja eine Sache des Bundes, diese internationalen Dinge, an welchen Personen der Kreis der sich richtet. Also aus unserer Perspektive zum jetzigen Zeitpunkt so nicht sicher zu sagen. Und wenn ich ergänzen darf, also die werden sicher, das hat man ja auch beim Ebola-Ausbruch Westafrika entsprechend gemacht, also solche Reiserückkehrer, da gibt es dann auch Protokolle, wie eben die Kontaktpersonen vor Ort in den Landkreisen auch, wie die weiterverfolgt werden. Also die werden sich sicherlich bei den Gesundheitsbehörden entsprechend melden müssen und da wird eine gegenseitige Erreichbarkeit festgestellt, dass man da eben nichts verpasst. Aber wie der Herr Zapf schon sagt, das ist die Sache des RKI, da entsprechend und das machen die Kollegen auch, entsprechende Protokolle zu entwerfen und ein Vorgehen abzustimmen. Dem gehen wir heute nach. Das ist Aufgabe des heutigen Tages, deren nochmal Aufenthalt in Deutschland genau nachzuverfolgen. Das war heute Nacht einfach in der Tiefe auch nicht möglich, aber es ist notwendig und sinnvoll, dem nachzugehen. Gibt es zu der Dame noch irgendwelche Angaben, die wir hätten, im Altar zum Beispiel? Ich weiß leider. Ich habe Ihnen alles das gesagt, was mir jetzt bekannt ist. Ich weiß auch nicht. Also die Patienten können jetzt, da ist ja dann auch der behandelnde Arzt da und kann vielleicht nachher auch noch was dazu sagen, können nach Isolierung in einem normalen Krankenhaus oder in normalen Infektionsstationen behandelt werden. Für diese Patienten ist keine, Hochsicherheit-Infektionsstation notwendig, die wir bei Ebola oder Lassa-Virus brauchen, sondern die können in normalen Krankenhäusern behandelt werden unter Maßgabe der Einhaltung der Hygienerichtlinien. Da müssen Sie bitte dran denken, dass Krankenhäuser eine Vielzahl von Patienten mit Infektionserkrankungen haben. Lungenentzündung kann man ja aus einer Vielzahl von Erregern haben. Daher müssen die und sind auch die Hygieneregeln in den normalen Krankenhäusern werden eingehalten und sind zu beachten. Schließungen von Einrichtungen steht zurzeit, so wie sich die Situation jetzt darstellt, nicht zur Debatte. Ja.
Ja, ja, also bei diesen engeren Kontakten werden wir die Empfehlung aussprechen, dass die jetzt erstmal daheim bleiben, häuslich isoliert werden, bis diese Inkubationszeit, wir gehen jetzt von 14 Tagen aus, abgeschlossen ist. Also es sind die engeren Kontaktpersonen, sprich die Mitarbeiter und die Familie. Ganz richtig. Vom Bild eine Frage nochmal zu dieser Beobachtung. Also Sie sagen, die sollen zu Hause bleiben, werden beobachtet. Ist denn jemand dann 25 Stunden vor Ort oder wird da auch überwacht, ob die nochmal rausgehen, einkaufen gehen oder wie? Also oder ist es einfach wirklich nur ein Rat, dass sie daheim bleiben sollen? Nein, das ist also in der Regel machen, es ist eine Empfehlung, die aber dazu führt, dass das in aller Regel von den Patienten eingehalten wird. Es gibt grundsätzlich Möglichkeiten, nach dem Infektionsschutzgesetz das auch durchzusetzen, aber so weit muss man, wie gesagt, üblicherweise gar nicht gehen. Es wird vom Gesundheitsamt dann begleitet mit Telefonanrufen, dass man nachfragt, ob der sich wirklich daheim aufhält. Und daher ist eine gewisse Überwachung durchs Gesundheitsamt gegeben. Wir haben seit das Coronavirus bekannt ist, immer wieder auch Austausch innerhalb von Ministeriumsseiten mit dem LGL, mit der Taskforce gehabt, mit anderen Behörden, mit dem RKI. Und gleichzeitig ist es aber so, seit eben auch Verdachtsfälle hier in Europa, in Deutschland gewesen sind, haben wir hier im Ministerium uns auch letzte Woche zusammengesetzt, nochmal alle Einsatzpläne, alle Maßnahmen durchgesprochen, sodass wir eben gut vorbereitet sind, weil wir die Lage sehr ernst nehmen, aber eben auch die Wege, die in so einer Situation bei einem Verdachtsfall, bei einem bestätigten Fall gibt es ja auch Ablaufpläne, die da sind. Aber es ist auch notwendig, sich immer mal wieder Einhalt zu geben, nachzufragen, ist es noch aktuell, brauchen wir Neues, stimmen alle Telefonnummern noch, all diese Dinge, sind wir gerüstet für den eben bestätigten Fall. Und das haben wir letzte Woche im Ministerium hier schon angegangen, dass wir wirklich, wenn ein Fall sich bestätigt, alle Maßnahmen anlaufen können. Also ich vielleicht kann den ersten Verdachtsfall, da hat man es per Express da nach Berlin geschickt, die Auswertung. Und wir haben dann sehr schnell geschaut, dass wir eben hier in Bayern auch Möglichkeiten haben. Das eine ist eben bei der Bundeswehr, beim Institut für Infektiologie besteht die Möglichkeit. Hier wurde auch dieser Test durchgeführt beim aktuellen Fall. Und gleichzeitig ist es eben seit gestern auch am LGL möglich, den Test durchzuführen und teilweise auch an den Universitäten deutschlandweit. Uli Bachmeier. Ja, ich würde gerne mal grundsätzlich die Frage nach der Gefährlichkeit stellen. Wir haben mit einem Patienten zu tun, der offenbar am Wochenende schwerer krank war als gestern und heute. Was weiß man über die Gefährlichkeit, außer dass es viel krank ist? Das ist es das Gefährliche als normale Gefährlichkeit. Eine Aussage über die Gefährlichkeit zu treffen bei einem Fall, den wir hier in Bayern haben, ist schwierig. Wenn dieser Fall für alle weiteren Fälle oder wenn es Fälle gäbe oder das wäre, dann wäre es natürlich nicht sonderlich gefährlich. Wir haben auf der anderen Seite die Berichte, die Sie auch alle kennen aus China, wo man doch von, glaube ich, über 80 Todesfällen, das steigt ja stündlich an, ausgeht. Und vor dem Hintergrund sehe ich schon eine Gefährlichkeit. Eine Aussage jetzt hier für Bayern zu treffen, wie es gefährlich ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Damit Sie es auch verstehen, bisschen zum Beispiel in China
es kann auch ein Virus in einer Region gefährlicher sein als in anderer, allein wegen der Wohnverhältnisse. Wenn man weiter auseinander wohnt, wenn ein starker Populationsdruck ist, wenn sehr viele Menschen sehr eng aufeinander sind, dann kann natürlich so ein Infektionsgeschehen sich schneller verbreiten, als wenn eine gewisse räumliche Trennung da ist, wenn man nicht so nah aufeinander lebt oder wohnt, wenn Familien kleiner sind. Daher kann sich das noch unterschiedlich oder kann sich es unterschiedlich gestalten. Wir müssen das jetzt weiter verfolgen und dann erst in einiger Zeit zu einer Bewertung kommen. Zunächst Herr Englisch. Ja, müssen Sie das so hoch? Genau, das also, ist etwa 20.000 pro Jahr für die saisonale Influenza in Deutschland, genau. Aber ich glaube, es schwankt relativ stark, ja, also von Jahr zu Jahr. Es gibt immer Berechnungen des Robert-Koch-Instituts, dann über die abgelaufene Grippesaison. Und ich glaube, es gibt auch Jahre, wo es deutlich weniger Todesfälle gibt, aber die Maximalzahl, muss man jetzt selbst sind. 14 Tage Inkubationszeit und das Besondere, dass die Symptome auch erst nach der Ansteckung oder nach der Weiterübertragung auftauchen können. Meine Frage ist, weil Sie gesagt haben, es bringt nichts zu testen. Kann man denn das Virus durch so einen Test schon dann feststellen, wenn die Symptome noch nicht aufgetreten sind? Also sozusagen direkt nach der Ansteckung. Mhm. Und wenn das so ist, warum bringt es da nichts zu testen, auch wenn die Symptome noch nicht aufgetreten sind? Also wieder, das ist natürlich wieder schwierig, wissen wir nicht, aber in der Regel steigt natürlich die sogenannte Viruslast, also die Konzentration eines Virus im Blut auch mit den Symptomen und eben diese Nachweisgrenze, gerade wir sind jetzt auch noch am Anfang von den Tests, wir wissen noch nicht genau, wie, also hundertprozentig wissen wir noch nicht, wie gut die tatsächlich Aussagen zulassen und deswegen ist das nicht sinnvoll vor Symptomen. Also auch, die Frage war ja nach allen, ob man alle Kontaktpersonen testen soll und das ist definitiv nicht sinnvoll, alle Kontaktpersonen zu testen. Lässt sich sozusagen im Nachhinein des Virus noch nachweisen, wenn man natürlich schon wieder gesund gefühlt war, wieder arbeiten? Genau, das ist auch eine Frage, die wir lernen im Moment, aber wir haben ja jetzt einen Patienten, der wieder gesundet ist oder zumindest wenig Symptome wieder hat und da ist es nachweisbar. Also das sieht so aus, als wäre es noch eine Weile nachweisbar. Also hinten raus ist es eher, gibt es Erfahrungen, ist es eher länger entsprechend nachweisbar. Das ist aber wie gesagt mit aller Vorsicht gesagt. Die Frage wäre, ob man, wenn man symptomlos ist, sozusagen fälschlicherweise es noch nicht nachweisbar ist, wenn man denkt, okay, ich bin nicht betroffen. Und dann stellt sich es doch auf. Das ist der Grund. Aber es geht nicht darum, dass man sagt, die Kapazitäten für Tests sind so gering, dass wir jetzt nicht alles blockieren, weil wir jetzt jeden und alle auf dieses Virus. Das ist die Frage, die sich im Moment stellt. Genau. Aber was die Frau Hummel schon gesagt hat, also man will da keine falsche Sicherheit. Also was macht man dann mit dem negativen Test? Das ist die entscheidende Frage. Und hat die Kontaktperson, da würden wir nicht aufhören, die Kontaktperson weiter zu verfolgen, sondern würden es trotzdem machen. Also ist die Frage, warum überhaupt testen? Also es macht keinen Sinn bei den Kontaktpersonen. Hm. Aber auch das ist eine Frage, die man jetzt einfach ein Stück weit auch am Anfang stehen. Genau. Florian Schörner von Radio Bonn, 93, hat das schon Ozean vorhin gesagt, wollte mal nachfragen. Sie raten Firmen im Grunde, dass man so ein Meeting lieber über Telefon abhält. Einmal die Frage, gehen Sie da aktiv auf die Unternehmen zu? Gibt es die Möglichkeit überhaupt? Und zum Zweiten, in Gräfelfing gibt es ein Unternehmen, das in den nächsten 2 Wochen Meetings weltweit macht, natürlich Niederlassung Wuhan. Muss man damit rechnen, dass dann vielleicht noch mehr kommt, dass weitere Ansteckungen bei uns passieren können oder wie schätzen Sie da die Lage ein? Das ist doch viel. Also die Empfehlungen gibt mir und die dazu dienen ja auch Sie alle, dass die Empfehlungen an alle Unternehmen und Betriebe gehen, auf sowas möglichst zu verzichten. Wir werden da auch auf unserer Homepage natürlich auf diese Situation hinweisen. Insofern kann das an jedes Unternehmen kommen. Mit dem konkreten Fall, das nehmen wir jetzt hier mal so auf, dem müssen wir nachgehen.
Die Nachfrage, es gibt aber generell viele Unternehmen, die Niederlassungen behandeln. Das ist, damit rechnen, dass man was braucht? Also es ist nicht auszuschließen natürlich, das können wir an der Stelle nicht ausschließen. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen, das ist auch eine Konsequenz der massiven zunehmenden Vernetzung dieser Welt. Sebastian Musemann von dem Rheinischen Lokalradios in Nürnberg, findet jetzt die Spielwarenmesse statt, wo auch viele Ausländer aus China da sind, unter anderem auch einer aus Wuhan. Gibt es da von der Taskforce irgendwelche Pläne, dass man das besonders beobachtet? Oder wann soll das kommen? Ja, also das ist bekannt natürlich. Die Gesundheitsbehörden vor Ort, also das Gesundheitsamt Nürnberg, ist zuständig. Die sind eben im Austausch mit der Messe. Es geht einmal darum, dass das medizinische Dienste der Messe, die sind entsprechend informiert, dass sie eben bei Symptomen und entsprechender Herkunft dann auch Tests veranlassen. Aber wie gesagt, sehr wichtig, wie vorhin schon gesagt, es müssen bestimmte Konstellationen sein, wie tatsächlich eine Herkunft aus so einem Risikogebiet. Aber das ist veranlasst. Entsprechend gibt es Desinfektionsmittelständer vor Ort und das Gesundheitsamt macht auch eine entsprechende Pressearbeit, dass Fragen auch beantwortet werden können. Das waren Bereiche, die wir letzte Woche hier im Ministerium auch schon vorbereitet haben, angesprochen haben, durchdiskutiert haben, um hier auch vorbereitet zu sein. Also die Flugdaten sind bekannt und es ist ja auch eine Maßnahme in Kontaktpersonenmanagement. Also danke, dass Sie es ansprechen. Ist tatsächlich auch sind die Flüge auch, die sind eben auch ganz wichtig und da sind wir dran. Ja. Also wir, ja, sehr gerne, ja. Er war noch nicht. Dann noch weiter hinten. Na, also mir sind keine bekannt, nein, jetzt. Herr Horsch. Der Patient, ich meine, Sie waren ja am Wochenende bekannt, die sind verletzt, sodass er wieder in die Arbeit gegangen ist und die sind auch selbst relativ gut. Ist es wie hoch halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen Menschen, die sich auch in sich tragen, schon Symptome hatten, sich jetzt wieder besser bekommen, weil sie nicht wissen? Die Möglichkeit, also... In Deutschland, in Bayern würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit eher sehr gering, weil einfach das Infektionsrisiko sehr niedrig war. Aber ganz grundsätzlich, oder wenn wir den Blick auf die Region in Wuhan nehmen, wird es solche Fälle geben. Das wissen wir ja, dass man sich infizieren kann, auch bei Influenza oder dass sie infiziert sind. Aber bei einzelnen Patienten ist zu keinen starken Symptomen kommen kann. Also solche Möglichkeiten bestehen. Bitte? Ja, das können wir gerne machen. Herr Professor Wende, wenn Sie kurz mit Herrn Hoch Platz tauschen. Vielleicht können Sie kurz sich nochmal vorstellen. Ja, grüß Gott, mein Name ist Wendner. Ich bin der behandelnde Chefarzt in der Münchenklinik Schwabing und möchte nochmal ganz explizit unterstützen, was Frau Staatsministerin Hummel gesagt hat. Dem Patienten geht es sehr gut. Er ist fieberfrei, hat auch derzeit keine Atemwegssymptomatik mehr. Ich habe ihn heute Morgen mit meinen Oberärzten besucht. Er ist wach ansprechbar und ich würde auch das Statement wagen, dass er außer Lebensgefahr ist. Bitte? Ich wäre heute Morgen nicht in das Zimmer gegangen, wenn ich nicht davon überzeugt gewesen wäre. Ich habe dem Patienten mit Handschuhen die Hand gegeben. Natürlich haben wir Ärzte Schutzmaßnahmen. Wir sind verkittelt. Wir haben einen Mundschutz, eine sogenannte FFP3-Maske und ziehen Handschuhe an, einen Augenschutz. Damit sind wir sicher. Das möchte ich auch nochmal explizit betonen. Es besteht keinerlei Gefahr für Mitpatienten. Der Patient ist einem Isolationszimmer mit einer Schleuse
sogar zusätzlich in einem Unterdruckzimmer untergebracht. Das wäre eine Maßnahme, die nicht erforderlich wäre. Wir sind in München in einer luxuriösen Situation, dass wir dies vorhalten. Zusätzlich, um auch Missverständnissen vorzubeugen, die sogenannte Sonderisolierstation, die HOKO-Unit, die Sie von dem MERS-Corona-Fall 2013 vielleicht noch kennen, ist nicht aktiviert und wird auch nicht für diesen Patienten aktiviert. Wir sehen eher andere Notaufnahmen in Bayern, in Deutschland auch in der Pflicht, solche Verdachtsfälle abzusondern und aufzunehmen, zu isolieren. Das ist mit einem einfachen Schleusenzimmer möglich. Der Patient ist, wie gesagt, auf einer Infektnormalstation. Wie lange wird denn, das haben Sie den Patienten denn gesagt, wie lange Sie rechnen, dass er dort bleiben soll bei Ihnen? Diesbezüglich kann ich nur dem Statement von Herrn Dr. Zapf und Frau Hummel folgen. Dazu können wir zurzeit noch keine Angaben machen. Sie können versichert sein, dass wir diesen Patienten sehr genau untersuchen werden. Wir werden in entsprechenden Körpersekrete nachschauen, ob wir Virus noch finden und dann in Absprache mit den entsprechenden Behörden über die Entlassung sprechen. Die ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Wie gesagt, wir müssen die Isolierstation nicht aktivieren. Wir können den Patienten in einem normalen, auf einer normalen infektiologischen Station aufnehmen. Wir haben 22 Betten verfügbar, die aber natürlich im Fall des Falles auch weiter zu expandieren wären. Aber ich glaube, das ist insgesamt eine Aufgabe, die wir auf viele Schultern legen werden innerhalb Bayerns. Gibt es weitere Fragen? Jetzt keine, es gibt noch die Möglichkeit, dass Sie da haben. Korrekt. Clemens mit C. Korrekt, mit C. Die Hotline werden wir jetzt im Laufe des Tages noch freischalten. Sie werden sofort informiert, wenn wir die genaue Nummer haben. Es werden vor allem Mitarbeiter des LGL sein, die hier Rede und Antwort stehen können. Und es geht einfach darum, wenn eben Unsicherheiten da sind. Meine Firma hat demnächst ein Meeting. Wie sieht es aus? Mein Sohn befindet sich gerade in China. Ich war am Wochenende irgendwo gewesen und mir ist jemand begegnet, der gehustet hat, muss ich aufpassen. Also für all die Fragen, die aus der Bevölkerung da sind. Es geht um ein Bürgertelefon, eine Hotline, die vor allem für die Bürger da sein soll, die wir eben hier einrichten wollen. Wir werden auch auf unserer Homepage Frage und Antworten stellen, also so, dass sich Bürger einfach die Chance haben zu informieren, weil einfach da und dort auch Unsicherheit da sein kann. Wir nehmen deswegen auch die Lage sehr ernst sind aber auch gut vorbereitet und wollen das aber natürlich noch weiter ausdehnen. Dann vielleicht noch der Hinweis an die Damen. Und zwar, Sie hatten es ja schon erwähnt, es ist doch gerade einfach Grippezeit, Erkältungszeit. Vielleicht mal, wie erkenne ich irgendwie einen Unterschied von den Symptomatiken, wenn ich halt einfach, ob ich jetzt einen normalen Grippe habe oder eine Grippe oder ob das wirklich der Fall ist, dass ich mich vielleicht melden soll? Üblicherweise ist die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus mit einer starken Atemwegsinfektion verknüpft. Und die Falldefinition des Robert-Koch-Institutes inkludiert ja einen direkten oder indirekten Kontakt in die Wuhan-Region. Das werden Sie in der Regel durch die Influenza nicht hinbekommen. In dem Kontext nochmal der Aufruf, wir hatten vorhin über die sozusagen Todeszahlen gesprochen durch die Influenza. Aus meiner Sicht wäre dieser Fall Anlass genug, nochmal die Grippeschutzimpfung in den Vordergrund zu rücken. Wir hatten von 20.000 bis 25.000 Todesfällen gesprochen. Und hier sage ich als Arzt, hier ist der Todesfall vermeidbar durch eine Vakzine. Noch haben wir keine bezüglich des Coronavirus, aber der Aufruf wäre, eher unsere Mitbürger nochmal für die Grippeschutzimpfung zu motivieren. Vielen Dank. Nochmal der Hinweis,
dass allgemeine Informationen auch beim RKI natürlich auf der Homepage stehen und jetzt noch die Möglichkeit besteht für Einzelrufe zu sein. Vielen Dank. Ich habe auch gesagt. Ja, gut. Ich komme da nicht.